Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt. Heute geht es um Prinz Markus von Anhalt und er hat wieder ein Video rausgehauen, wo ich sagen muss, unfassbar. Es ist quasi nochmal so ein bisschen ein Nachtrag zum Ende von Promis unter Palmen, wo ja Julia Siegel die 100.000 Euro an Gewinnsumme dann einkassiert hat. Und Julia Siegel hat sich wohl gut gehen lassen und ihr Geld auch verprasst. Das wurde dann von Desiree Nick wiederum auch kritisiert und beziehungsweise auch ein bisschen, wie man Desiree Nick auch kennt, aufs Korn genommen. Und Prinz Markus sah sich jetzt bemüht, das Ganze wiederum absolut auf eine eklige Art und Weise, so deutlich muss man das auch sagen. Also alle, die jetzt ein bisschen, ja, mit Ausdrücken nicht so gut umgehen können, sollten lieber das Video auslassen. Ich warne euch vor, ich zeige euch jetzt das 5-Minuten-Statement, das ist wirklich in sich hat. Also er geht da absolut zu weit, egal ob man jetzt Desiree Nick mag oder nicht. Das geht in eine Richtung, die ich halt nicht unterstützen kann und will. Das will ich so deutlich sagen. Ich fand es dennoch wichtig, auch nochmal meine Two Cents dazu abzugeben und halt auch zu kritisieren, wie der Mann sich dort artikuliert und wie weit das mittlerweile geht. Er haut da einiges raus und beleidigt Desiree Nick nicht nur, sondern ist auch sehr von oben herab. Er wirkt auch schon wieder so ein bisschen angetrunken, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber seht erst mal selbst, beziehungsweise hört selbst, was er zu sagen hat. Da habe ich doch schon wieder mal die Bild-Zeitung zugeschickt bekommen in Dubai. Obwohl man die hier gar nicht lesen darf ohne VPN. Weil die Bild-Zeitung dirty ist. Und dann macht die Königin des Dirty Talks Bemerkungen über Freunde von mir. Nämlich die Labertasche Schlampenmaul Desiree Nick spricht schlecht über meine Freundin Julia Siegel. Patricia Blanco ist auch im Bericht mit drin, aber Patricia Blanco, muss ich sagen, habe ich auf in Thailand bei Promis unter Palmen kennengelernt. Ich mag die sehr. Ist hinter der harten Schale, hat sie einen weichen Kern, ist ein gutes Mädchen. Aber Desiree Nick ist einfach eine falsche Schlange. Und erzählt, dass die Julia jetzt 100.000 Euro gewonnen hat, weil sie nun mal Promis unter Palmen gewonnen hat. Und ist schon wieder so neidisch, weil Desiree eben halt kein Geld hat. Und sie gönnt niemandem etwas und lästert und lästert und lästert die falsche linke Schlange. Und dann sagt sie, dass Julia Siegel die 100.000 Euro wahrscheinlich nach 3 Tagen ausgegeben hat. Parallel sagt sie aber, dass sie von mir oder von anderen reichen Leuten überall auf der Welt eingeladen wird, weil sie gar kein Geld hat. Also wenn die Julia Siegel jetzt 100.000 Euro ausgibt in 3 Tagen, dann ist sie das ja wahrscheinlich gewohnt. Oder hat sie jetzt Freunde, die sie frei halten? Also, liebe Desiree Nick, du dumme Sau, klär mal ab, was eigentlich deine Meinung ist. Hat die Julia Siegel nur Leute, die sie aushalten? Oder ist sie imstande, 100.000 Euro in 3 Tagen zu verballern, weil sie so gewohnt ist? Von ihrem reichen Vater und bla bla bla, den ganzen Scheißdreck, was du erzählst. Julia Siegel ist eine gestandene Frau. Wenn die zu mir nach Dubai kommt, ist sie eine von wenigen Gästen, die immer Gastgeschenke mitbringt. Zigarren für 300, 400 Euro, Rotwein für 500 bis 1000 Euro. Ich bin mit der Julia Siegel, hat natürlich in meinem Haus gewohnt, bin mit der Julia Siegel mit 16 Leuten essen gegangen. Und ich bin ein Gentleman, ich zahle immer. Dann hat die Rechnung wahrscheinlich 7.000, 8.000 Dollar gekostet. Alkohol, Essen vom Feinsten, 16 Leute, nee, 14 waren wir, 2 Tische, A7. Und dann kam die Rechnung. Und dann kam die Rechnung, aber ein Dirham, also 25 Cent drauf gestanden. Da habe ich gedacht, was ist denn los? Weil die Julia nett ist, hat sie die Rechnung übernommen und hat als kleinen Gag noch einen Dirham als Rechnung mir präsentieren lassen. Und das sage ich mal, das hat Stil. Was du machst, ist stillos. Du bist eine Schlampe, du bist enttäuscht von deinem Leben, du hast mal einen Prinzen geheiratet, du warst mal erfolgreich und du hast es alles verkackt. Du hast dein ganzes Glück verschwendet, du hast alles kaputt gemacht, weil du einfach zu blöde bist. Ich sag dir jetzt mal was. Guck mal, ich habe ja was vorbereitet. Ich sammle Luxusuhren. Das ist eine Richard Mille. Die kann man uns mal ganz genau angucken. Die kostet 445.000 Euro Listenpreis. Das ist eine Rolex. Die heißt Chocolate. Und ich bin kein Rassist.
Die kostet auch 55.000 Euro. So, und ich habe noch lauter solche Uhren, weil ich Uhren sammle. Was sammelst du? Pfandflaschen, damit du deine Miete bezahlen kannst, weil du dämlich bist. Du hattest mal einen reichen Mann und wurdest verwöhnt, wurdest infiziert mit dem Stachel des Reichtums. Der wurde dir aber wieder rausgerissen, weil du nicht mal imstande bist, eine Ehe zu erhalten, du blöde Sau. Ja? Und jetzt heulst du hinterher und bist nur noch am Schimpfen. Deine negative Energie, die du hast, noch mal kurz erwähnt, ich mag dich auch, wenn du Kabarettistin bist. Aber es wird schon sehr persönlich. Ich mag dich. Du hast mich gebettelt, ich glaube 3 Jahre lang, dass ich dich mit auf die Oscars nehme, wo ich jedes Jahr eingeladen bin. Du hast gebettelt. Please, please, bitte Markus, nimm mich mit auf die Oscars, nimm mich mit zu Elton John auf die Party. Aber du hast ja keine Connections, weil der Prinz, der ist schon lang abgehauen, weil du einfach scheiße warst. Der ist weg und jetzt bist du niemand. Und deswegen ist dein Job jetzt, über andere Menschen zu lästern. Das tust du ganz gut, solange das Kabarett bleibt. Und nachvollziehbar, dass es Entertainment ist, aber jetzt wirst du halt persönlich, weil du eine alte, ich glaube 73-jährige verbitterte Frau bist, die keinen mehr kriegt und weiß, ihr Leben ist vorbei. Eigentlich solltest du dich zu Hause aufhängen mit so einem ganz dicken Strick, dass er ja nicht reißt, und einfach verrecken, weil du bist der Dreck unter meinen Fingernägeln. Du kannst nichts, du hast nichts, du bist nichts. Guck mich an, ich habe alles. Ich habe Freunde auf der ganzen Welt, ich habe Häuser auf der ganzen Welt, ich habe die teuerste Autosammlung, ich habe, wie gesagt, instead of Pfandflaschen habe ich Uhren und du hast einfach nur gar nichts, weil du eine Fotze bist. Verbitterte, alte, kranke Frau. Unfassbar, wie sich Prinz Markus von Anhalt dort wieder benommen hat. Also er toppt ja jede Woche ins Negative sein Verhalten, also das ist ja kaum noch weiter zu toppen, muss man ganz offen sagen, aber er schafft es irgendwie trotzdem, nachdem er dermaßen homophob und eklig sich bei Promis unter Palmen benommen hat und auch einige Wutausbrüche jetzt bei Instagram hatte, kam es jetzt zu diesem Diss gegen Desiree Nick und man kann ja wie gesagt halten von ihr, was man will. Und sie ist natürlich auch manchmal eine ganz schöne Natter und haut einige fiese Sprüche raus, wo man auch sagt, Mensch, muss das jetzt so weit gehen? Wo man auch sagt, Mensch, heftig, aber sie trifft manchmal auch den Nagel sehr böswillig zwar, aber sehr klar auf den Kopf. Das muss man auch so deutlich sagen. Und dennoch merkt man, dass die beiden ja durchaus auch Kontakt hatten und er anscheinend auch so ein Typ ist, der das mitunter anscheinend auch gar nicht so böse mit ihr gemeint hat in der Vergangenheit und sie wohl auch mit ihm netteren Kontakt schon hatte. Und wie die Oscars waren ja da auch im Gespräch, aber dann halt so weit zu gehen, ihr sogar den Vorschlag zu machen, sich einen Strick zu nehmen und so weiter, das geht überhaupt nicht und das kann man nicht für gut heißen. Generell wollte ich das halt ja auch zum Thema machen. Mich haben auch einige von euch ja bei Instagram und bei Twitter gefragt, ob ich dazu ein Video mache. Das ist unfassbar, wie weit das mittlerweile ging. Und mir war es wichtig, hier auch nochmal ganz klar eine Botschaft rauszusenden, dass sowas halt nicht geht. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir bei Twitter und Instagram weitere Themen vorschlagt. Auch gerne in den Kommentaren hier bei diesem Video. Das soll es dann für heute erstmal gewesen sein. Wir werden auch in dieser Woche öfters Videos vor der Kamera hier haben, weil hoffentlich heute, wenn dieses Video online kommt, meine Kamera ankam, meine neue, und die alte in der falschen Farbe mitgenommen wird, wieder von dem Otto-Versand, den ich hier auch mal danken muss, die das echt sehr cool lösen, dass die das direkt an der Haustür dann austauschen. Ich hoffe, es klappt alles, dann sehen wir uns die nächsten Tage auch mal wieder vor der Kamera in einer besseren Qualität als sonst. Also seid gespannt. Danke für die ganzen Donations, den Support, die Kanalmitgliedschaften. Ohne euch wäre das nicht möglich, dass ich einfach auch mal so zwischendurch für einige 100 Euro Equipment mir gönnen könnte. Ja, also vielen lieben Dank. Wir sehen uns dann morgen wieder um 12 Uhr bei der täglichen Dosis Trash. Bis dann und ciao, ciao.